Ah, Freunde, Mann, da bin ich gerade böse gestürzt und muss erstmal meine Harpy mal ganz kurz mal restoren lassen, bevor wir dann ins Getümmel einstürmen. Ich muss sowieso wieder die Gelehrten benutzen, um reinzugehen. Das können wir gleich mal instant machen. Weil da drinnen befindet sich Mr. Ich muss ihn umbringen. Hier der Dalal. Der ist ja voll Dalal. Ja, das ist halt jetzt ein Witz auf Leute. Ey, bewegt euch mal. Nicht rumstehen. Hey, weiter geht's. Kommt schon. Okay. That's a little bit buggy, aber okay, hey, was soll's. Hauptsache, wir kommen in das Zentrum und können ihn umschlitzen. So, wo ist der Spasti? Rechts von mir auf jeden Fall. I, was geht denn da hinten ab? Da hängt irgendwas Rotes. I, Menschenfleisch. Nein, geht nicht. Du entnimmst meine Kinder. Alter, was geht denn mit Ihnen hier ab, Alter? Die haben ein paar seltsame Hirnkrämpfe hier, Alter. Hört sich ziemlich creepy an. Ups. Da ist gerade jemand weggerannt. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Einpferchen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Hilfe! Ihr wisst gar nicht. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Ah, ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Na? Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Ja. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Und du bist der Erste. Wow, oh, halt mal auf mich zu schmeißen, das mag ich überhaupt nicht. Du bist der nächste Kumpel, du bist down. Na? Das sah gerade ziemlich glitchy aus, irgendwie. Schlitz und down. Na? Mein Blut an meiner, dein Blut an meiner Klinge sieht bestimmt gut aus. Aua. Ey, Mann, hört auf mich zu schmeißen. Das finde ich überhaupt nicht cool. Oh, der ist instant. Nee, der ist nicht down. Aber das kann man ja fahren lassen. Und Tschüssikowski. Hab schon. Down. Natürlich klettert er erstmal runter. Ja,
Ich kletter aber erstmal auf jede beschissene Leiter rauf. Sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten? Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein. Ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr, in eurer Unwissenheit. Euren Geist abschirmen, hm? Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Schade, ich dachte, ich werde vielleicht gelb, bis ich zur Bank komme. Aber auch das hörte sich gerade eher an, als hätte man uns falsche Informationen gegeben darüber, wie jemand handelt, wie jemand ist und so. Huch, ich bin verschwunden. Wohin los? Du Lali. So. Nein. Nein. Nein, noch nicht. Noch nicht. Jetzt. Och, Menno. Dann laufe ich einfach mal Richtung Assassinenzentrum. Immer da muss ich ja hin. Schon mal die Leiter hier hochklettern. Wow, das war knapp. Alter, voll die Action-Mucke hier. Wow. Dann halt so. Ja. Swap der Flammen der Heaven. Ich muss darüber. Finde ich auch eine Ecke, wo man sich verstecken kann. Anscheinend nicht. Scheiße. So ist jetzt Ruhe. Da läuft er vorbei. Fail. Zack. So, Freunde der Nacht. Alter Ehe, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es.
Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Das Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Oh, sagt nicht, ich muss laufen. Ich will nicht laufen. Ah, okay. Danke. So, da bin ich gespannt, was der Alte auch wieder dazu sagt. Der wird eigentlich einfach nur froh sein, dass wir seine Attentat erfüllt haben. Was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stone. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Okay. Dann wieder mal ein bisschen sleeping very well in mein quietschi Bett gestellt. Jemand war hier drin. Hey, mach einen Schrank wieder zu. Sieht aus wie ein Zugangscode. Also die einzige interessante Story, muss man ehrlich mal sagen, ist ja fast hier, ne? Gut, ist nicht wahr, mit den Missionen und den Tatsachen, dass wir Missionen kriegen von Leuten, die wir umbringen sollen, die irgendwie doch nicht so viel Dreck am Stecken haben, wie man uns vorgibt, wie es sein sollte. Schön dieser Glyphenkram, oh mein Gott. The next morning, ein bisschen länger als eine Stunde. Raus aus dem Bett, es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Stillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drinbleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht Sie so besonders, so clever, dass Sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles, von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Ist klar. Ist klar. Ich will es ja bloß nochmal erwähnen. Ist klar. Ja, alle Erfindungen sind... Aber Abstergo ist doch die Firma der Templer. Ne? So, wie ich das jetzt verstanden habe. Das heißt, wir werden hier von den Templern in Auftrag gegeben. Würde erklären, warum der Knacker so unfreundlich und total unsympathisch ist. Aber ich... egal. Ich will nicht spoilern. Aber eine Sache stört mich dann noch. Aber na gut, vielleicht würde es das erklären. Gut, Leute, ich push einfach Button, leg mich wieder hin und gucke mal, was der alte Obi jetzt dazu sagt. Das will ich jetzt noch wenigstens wissen. Letzte Erinnerung laden, let's go. So. Lassen Sie sich Zeit. Ja, ja. Langsame Bewegungen erregen Sie weniger. Ich bin im Let's Play, da ist nicht so viel mit extrem viel Zeit lassen. Ah. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor.
Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Drei Leute auf einmal. Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Ja, ja. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Und, Alter, ihr, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Och nö. Och nö. DNA-Synchronisation hinzugewonnen. Und was habe ich jetzt wieder? Neue Fähigkeit an Kante greifen, B drücken, neue Fähigkeit an losreißen. Sie können im Hof trainieren. Na, oh, wäre mal interessant. So. Ist er auf der Suche? Er sollte keinen Ärger machen. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Hm. Weißt du, denke ich, soll keine Klinge führen. Mano! Egal. Ah, endlich kann ich das Greifen beenden. Oh, geil. Na, erstmal muss ich Schutzmodus drücken. Hey, dance mit mir, Kumpel. Geil, wir können uns losreißen von dem dummen Rumgegurbel. Diese alten Grabschevögelchen, der ist ja mal voll nervig gewesen bis jetzt so. Finde ich sehr schön. Ja, Tutorial beenden bitte. Ich verstehe. Mann, wir haben wieder 13 HP wieder. Wir sind wieder eigentlich so wie vorher von den HP-Anzeigen her. Aber ich weiß nicht. Ziel wählen. Achso, okay, wir können uns teleportieren. Jedes Mal? Cool, wie geht denn das? Darf ich weg jetzt rein und raus gehen? Kann ich nochmal machen? Das ist ja mal voll cool. Nö. Scheiße. Oh, bitte lass mich nochmal beamen. Das ist cool. Ach, guck mal, wir gehen mal in Gedächtnislog gucken. So, gucken wir mal hier. Es gibt wieder... Achso, ich nehme mal die Maus wieder hier, ne? Gedächtnislog hier, ne? Spoot, spoot, spoot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abgeben, töten. 2 Bonusmissionen. 6 Informationen. Abgeben, töten. 2 Bonusmissionen. Okay, same shit as always. Haben wir ja nur gelernt. Hier gibt's nur 8 Bürger retten und nur 6 Aussichtspunkte. Finde ich schon mal gut. Ist nicht ganz so viel. Das ist natürlich noch nicht ersichtbar. Hier Bürger retten 9, Aussichtspunkte nur 11. Geht auch gerade noch. Bürger retten 10 und Aussichtspunkte 10. Gut, es wird aber weniger auf jeden Fall. Heißt, wir haben vielleicht nicht mehr ganz so viel mit dem Kram zu tun. Aber gut, macht nichts. So, jetzt kann ich mich nicht beamen. Schade. Gut, Leute, das macht aber nichts. Dann gehe ich beim nächsten Mal einfach wieder offscreen dahin. Nicht, dass ihr das jetzt wirklich wieder sehen müsstet. Muss denn ja nun nicht sein, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Assassin's Creed 1. Bis dann danke ich euch natürlich heute wieder vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hinterfragt vielleicht auch mal ein wenig die Motive, die man euch vorträgt. Wer weiß, wer weiß. Sollte man vielleicht doch immer öfters hinterdenken. Und es sieht schon wieder so geil aus. Oh, ich weiß. Oh, schlimm. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann, ja. Macht's gut, haut rein, tschüssikowski und ciao.